Derby Time im Sportpark an der Jahnstraße. Am 28. Spieltag der Landesliga Südost trifft der TSV Eintracht Karlsfeld auf den ASV Darauf. Heute ist es ein bisschen wie bei David gegen Goliath, denn der ASV ist Vorletzter, Karlsfeld Zweiter. Darauf hat jedoch seit Corona Restart kein Spiel mehr verloren, brauchen aber heute unbedingt 3 Punkte, um an den Relegationsrängen dran zu bleiben. Karlsfeld ist hingegen noch nicht so richtig in den Tritt gekommen. Letztes Wochenende gab es den ersten Sieg, aber auch nur dank Martin Schön, der mit 3 Treffern gegen Unterföhring nach 0:2 Rückstand den Sieg noch heimholen konnte. Rein geht es in die Partie vor ungefähr 100 Zuschauern. Darauf stößt an von links nach rechts in den blauen Trikots. Die Gastgeber haben direkt die erste Möglichkeit. Freistoß aus dem Halbfeld von Raki, der Ball kommt auf Juric. Die Eintracht sucht immer wieder in den Anfangsminuten ihren Top-Torjäger. Schön mal mit dem ersten Abschluss, das ist noch zu wenig. Der ASV mit Personalproblemen angreift, heute ohne ihren Topscorer Rot, fehlt gesperrt, versteckt sich aber überhaupt nicht. Dworski sieht Rex Hippi. Keine Gefahr für das Tor von Krüger. Die Eintracht tut sich schwer gegen eine gut stehende ASV-Defensive. Vielleicht mal durch eine Einzelaktion, Celik mit dem Versuch. Nach einem Ereignis am ersten Durchgang springen wir in die zweite Hälfte. Sattelberger mit der Ecke auf Dietl. Kurze Verwirrung, ob der Ball im Tor ist, aber dann zählt's. 1:0 für die Hausherren, nur 4 Minuten nach Wiederanpfiff. Da muss die Halbzeitansprache von Trainer Jochen Jaschke gesessen haben. Dietl steigt hier am höchsten und erzielt sein 5. Saisontor. Karlsfeld möchte jetzt direkt nachlegen und vor allem einer hat Bock zu kicken. Sattelberger wieder, zieht einfach mal ab und dann steht's 2:0. Wieder nur 4 Minuten später. Nachgelegt durch den jungen Deutschen, der schon beim SC Freiburg in der U19 Bundesliga kickte. Hat hier Glück, der Schuss wohl noch abgefälscht. Keine Chance für Keeper Dietrich im Tor der Gäste. Der TSV jetzt wie im Rausch. Celik findet Huber und der nickt ein. Keine 120 Sekunden später und es klingelt schon wieder im Kasten der Gäste. 3:0, jetzt wird es ein sehr deutliches Derby. Der Abwehrspieler kommt hier frei zum Kopfball, für jemanden wie Huber dann nur noch ein leichtes. Die Gäste wirken schockiert, leisten sich einfache Fehler. Sattelberger bedient hier traumhaft Raki und der stellt auf 4:0. Der quirlige Kosovare mit seinem 4. Saisontor. Die Eintracht-Jungs drehen hier innerhalb von 9 Minuten das Spiel und stellen die Weichen klar auf Sieg. Eins muss man dem ASV lassen, sie geben sich nicht auf. Hier mal der agile Dworski, hat viel Zeit und Platz und findet am Ende Kornprobst. Der Ball rutscht ihm jedoch über den Spann. Die ASVler wollen jetzt den Anschlusstreffer, fighten sich nochmal rein. Schöner Steckpass auf Dworski und der mit dem 1:4 in der 68. Minute. Für den Tabellenvorletzten ist hier noch gar nichts entschieden. Wunderbarer Zuckerpass auf den blonden Jungspund und der hat den richtigen Riecher. Geht hier noch was für Dachau? Einer hat da aber was dagegen. Sattelberger mit dem Antritt, keiner kann ihn aufhalten und dann veredelt er das Ganze mit einem Lupfer. Das 5:1 für Karlsfeld in der 69. Minute. Sattelberger jetzt mit seinem 2. Treffer an diesem Tag. 2 Assists kommen noch oben drauf. So muss ein Joker einschlagen. Was für ein glückliches Händchen vom TSV-Trainer Jochen Jaschke. Beide Teams haben noch Bock zu kicken. Kornprobst mit dem Schlenzer. Doch Keeper Krüger hechtet durch die Luft. Das gleiche auf der anderen Seite. Sattelberger mit dem Standard. Doch Dietrich denkt sich, was der Krüger kann, kann ich schon lange. Ganz stark pariert. Die letzte Möglichkeit haben dann nochmal die Gastgeber. Wieder Sattelberger, doch für Lorbeer ist die Flanke zu weit. Dann ist auch Schluss im Sportpark. Die Karlsfelder gewinnen das Lokalderby mit 5:1 dank einer starken zweiten Halbzeit und einem super aufgelegten Pascal Sattelberger. Somit darf der TSV weiterhin vom Aufstieg in die Bayernliga träumen, muss aber seine Performance in der ersten Spielerhälfte verbessern. Gegen Erlbach oder Hallberg-Moos wird sowas eiskalt bestraft. Darauf verbleibt somit auf dem Abstiegsrang, hat sich heute aber wacker geschlagen und kann darauf aufbauen. Am nächsten Wochenende trifft Karlsfeld im Ligapokal auf Unterföhring. Darauf muss nochmal in der Liga gegen Traunstein ran.